Jetzt rote Münzen sammeln. So sieht's aus. Ja, rote Münzen sammeln haben wir schon. 100 Münzen. Das kriegen wir doch hier hin. Das machen wir jetzt noch. Zum grünen Abschluss. So. Hier noch rote Münzen sammeln. Rote Münzen nicht. Was laber ich? Ich glaube, hier kann ich noch ein paar Münzen sammeln. Das kriegen wir hin. Kann nur nicht in die Sterne unten reinlaufen. Können auch gewinnen lassen. Geht hier nur um die Münzen. Hurra. Und ums Überleben. Ums Blanko überleben. Und ein paar Münzen. Nicht viele, aber die paar, die ich hier aufsammle, die nehmen wir mit. Was heißt die paar hier? Das ist schon eine Menge. Reicht schon gut für unsere 100 Münzen Sammlerei. Ist das schon ein gutes Ding. 58, die Hälfte haben wir schon raus. Ist weg hier. Den Stern wollen wir gar nicht. Ja, da stecken. ...60 haben wir hier schon. Jetzt müssen wir nur noch mal die Rutschpartie machen, dann haben wir noch mal... Also nicht die Rutschpartie. Einmal den Berg runter, dann haben wir eigentlich schon die 100 zusammen. Das müsste eigentlich schnell gehen, oder? Hier kriegen wir doch bestimmt 100 Punkte. Quatsch, 100. Kriegen wir doch bestimmt jetzt noch 40 Münzen. Am Weg nach unten. Auwei! Wo sind wir hier gelandet? Das gibt's ja gar nicht. Ist eine Sache. Mario macht Sachen. Gegner besiegen würde auch noch was bringen. 64 haben wir jetzt hier. Ja, dein Kind bringt dir jetzt nicht zurück. Pech gehabt, wenn deine Aufsichtspflicht verletzt. Schlechte Pinguin. Ja, die roten Münzen, die bringen dann jeweils auch 2 Münzen. 10 für 2, deshalb günstig für uns. Wir mal versuchen, nicht runter zu fliegen. Was an dem Satz hast du nicht verstanden, Mario? Gut, versuchen wir es mal mit den roten Münzen. Ich tue mich hier wie immer schwer. Das, was hier die ganze Zeit klickt, das ist das Kamera-Justieren, was ich hier scheinbar dringend brauche. Um hier nur ansatzweise zu überleben. Schneemann kann man auch irgendwie besiegen. Ich habe bloß gerade noch keinen Plan, wie. Und ja, müssen wir nochmal die Reise von oben beginnen. In der Seilbahn. Die Seilbahn hier, ich fürchte nein. Muss noch hier mal rüber. Huha! Nicht da runterrutschen. Nicht runterfallen. Wir haben schon 70 Münzen. Nein. Ich gestehe, das war nicht schwer, aber wir kommen auch nochmal ins Pinguinhaus. Können wir versuchen. Hier komme ich auch nicht unbeschadet durch. Irgendwie. Verdammt. Kein Schaden nehmen. Dann sind wir sowas von tot. Versuch's nochmal hier. Ins Pinguinhaus. So, hier. Eine Kante dich stellen. So. Machen wir's nochmal. Wenn es keine Münzen mehr gibt, dann ist es halt so.
befürchtet hat. Können wir nur noch die aufsammeln, die übrig geblieben sind hier. Warum sollte es auf? Völlig umsonst hier. Au, Kacke. So viel dazu. Ja, aber gut, durch den Rutschkurs gehen wir hier schon. Die ersten 50 kriegen wir da Leuten locker hin. Die beste Idee ist auch immer, die eine rote Münzenkurs zu nehmen, weil da hat man keine andere Mission, die irgendwie. Ich glaube, das ist der beste Kurs, um 100 Münzen zu sammeln. So. 7 Münzen haben wir schon. Na komm. Die Hälfte kriegen wir hier schon zusammen. Und den Rest kriegen wir auch noch zusammen. Die blaue Münze wäre es jetzt gewesen. Münzenjagd. Bloß nicht runterfallen, sagte er. Ein schönes Game Over. Haben wir das mal wieder. Noch haben wir unsere Runde 19 Sterne. Nicht 119 Sterne, 19. Vielleicht versuchen wir das nochmal. Dann kann ich das andere Offscreen machen. Bewegen wir den Kopf nach oben. So machen wir es. Ah, okay. Ja, versuchen wir es jetzt mal hinzukriegen. Ich glaube, wir müssen dort auf dem Block landen. Und auf dem Turm. Das ist hier die Aufgabe. Verbotene kann man auch noch sammeln, aber. Nein. Runter mit dir. Auf den roten Knopf müssen wir jetzt springen. Das ist die Hauptsache. Du hast den roten Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Federklappe einsetzen. Und durch die Lüfte fliegen. Jeder rote Block beinhaltet einen neuen dieser Mützen. Möchtest du deinen Spielstand speichern? Ja, möchte ich. Sehr gut. Hier ist noch so eine Mütze. Jetzt müssen wir die roten Münzen sammeln. Können wir zumindest mal versuchen. Und das will abstürzen. Das fliegt immer hoch und runter. Ich kann ihn halbwegs nicht stören. Das ist irgendwie. Dann mit den Loopings hier. Ja, komm hoch hier. Fliegst zu weit unten, Mario. Ja gut. Lass mal die roten Münzen rote Münzen sein. So, jetzt haben wir die Flugkappe. Ich versuche mich nochmal an den 100 Münzen. Ja, ich glaube, Bombenberg. Da haben wir auch noch nicht die 100 Münzen. Muss ich wieder Offscreen machen. Da bei dem Endkurs habe ich es geschafft mit euch. Gemeinsamen Part. Und habe ich, nee, das habe ich auch Offscreen gemacht. Ja, läuft wahrscheinlich auch hier wieder drauf hinaus. Ist die 100 Münzen Sache. Teils im Part mache. Ich habe es ja bei allen mal versucht im Part. Das Versuche im Part starte und das letztendlich ja dann Offscreen mache. Dass ihr seht, wie es angehen würde. Steht da. 9 Münzen links. Naja, ich glaube, nur 9 Münzen war es nicht. Aber einiges bringt's. Okay, die hätte ich einsammeln können. Oh wei. Jetzt bin ich ja runtergefallen. Ja gut, ich glaube, das lassen wir mal bleiben. Mach ich Offscreen weiter und wir wagen uns noch an den ersten Kurs.
Er quatscht nicht an den ersten Kurs, an den nächsten Kurs. Ich werde noch ein paar, zumindest die Hälfte der Mission werde ich noch machen. Dann mache ich hier noch eine Tür. Dann geht's weiter. Die mystische Kraft der Sterne öffnet dir die Tür. Dann treten wir mal hinein. Hier haben wir zumindest erstmal noch das hier. Hier, da können wir noch, wenn ich mich nicht komplett irre, können wir da in eins der Fenster rein. Ja. Hier gibt es ein Leben. Das hatte ich eigentlich nicht beabsichtigt. Ich habe was anderes gesucht. Da hoch. Okay. Na gut, dann hier hin. Piratenbucht, Panik. Tauch in das Schiffswrack. Haltet inne und genießt. Ja, wirklich. Also ich für mich wirklich mit Abstand der beste Soundtrack. Kann ich wirklich so sagen. Ist für mich der beste Soundtrack von Mario 64. Also das ist der beste Track hier in 64. Finde ich wirklich, ist mein Favorit. Deshalb habe ich es auch als Endcard gewählt. Ein Unterwasserlevel. So, der Schiffswrack. Müssen wir hier erreichen. Aha, ab und zu mal auftauchen, damit wir hier nicht untergehen. Verdammt. Weil unser Power stirbt auch. Schwimmt auch unter Wasser. Und Münzen müssen wir sammeln unter Wasser. Die bringt uns. Die Münzen bringen uns Kraft. Na gut, versuchen wir mal nicht zu sterben. Unterwasserwrack. Hier müssen wir hinabtauchen. Das war, glaube ich, die Mission. Ja, meine Münzen, ich gehe ja schon. Ich sammle schon Münzen. Tauche hinab zum Schiff. Frag, so war doch die Mission. Oder nicht. Soll ich hier hinab? Wo haben wir unseren Stern? Muss man in die Höhle rein wahrscheinlich. Vermutig. Sonst sehe ich hier gerade nichts. So. Mal auftauchen. Sehr gut geheilt. Na, jetzt raus hier. War das hier die Mission? Gumbas. Sehr Gumbas. Münzen. Gab es auf jeden Fall einen Stern. Ob das der Stern ist, den wir jetzt brauchen. Oder ein anderer. Ich weiß es nicht. Okay, ja. Schatztruhen. Ja, hier mal mit dem Schild sprechen. Na komm, interagiere. Interagiere, Mario. Was denn hier? Na komm, hier. Sag dir nichts, das Schild. Okay, eins, zwei, drei und vier. Mario. Vier. Da ist ein Stern drin. Nummer 20. Sehr gut.
Fehlen nur noch 100. Tauche zur Schatzhöhle. Kurs drehen. Ja, wir haben zwischendurch noch einen vorweggenommen. Oh Mist. Das war uns Nummer 3. Tauch in das Schiffswrack. In das Schiffswrack. Okay, da müssen wir den Aal rausjagen oder was? Ja, okay, die ersten drei Sterne werden wir vielleicht heute noch hinkriegen. Also in dieser Aufnahmesession. Die ersten drei mache ich jetzt noch. Dann mache ich eine kleine Aufnahmepause. Tauch und das alte Schiffswrack. Das muss doch auch mal sein. Dann müssen wir den Aal hier rauslocken. Steht an der Tür. So wie ich das sehe. Kommst du mal hier raus? Na komm. Kommst du mal hier raus? Tauch in das Schiffswrack. Der Aal ist im Weg. Durchs Fenster können wir nicht hindurch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Hinein. Gibt es hier einen anderen Weg hinein? Nur nicht ertrinken. Such einen anderen Weg hinein ins Wrack. Nicht ins Wrack, ins Wrack. Oh Mann, ich brauche Münzen. Oder ich muss auftauchen. Da sind Münzen. Na komm. Na komm, na komm, na komm. Nicht sterben, Mario. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Habe ich das euch auch mal präsentiert. Mama mia. Ja. So schön die Musik auch sein mag. So knifflig sind die Rätsel. Na, knifflig sind die nicht. Na, für mich. Das wollte ich sagen. Für mich sind die Rätsel knifflig. Tauche ins alte Schiffswrack. Ja, man muss immer so ein bisschen, bei Mario 64 muss man ein bisschen rätseln, was die Aufgaben von einem wollen. Man muss immer so ein bisschen Voraussicht haben, was das Spiel will. Es ist immer nicht ganz, gibt sehr wenig Beschreibung dafür. Deshalb muss man bei der Beschreibung manchmal ein bisschen googeln, wenn man es nicht weiß. Komm. Den können wir nicht rauslocken. Absolut nicht. Das ist blöd, jetzt sind wir schon fast am Sterben. Münzen. Ich muss mal auftauchen hier. In die Höhle rein. Leider keine komplette Heilung. Ah, doch jetzt. Tauche ins Schiffswrack. Manchmal ist nicht immer ganz eindeutig, was das Spiel hier will. Da kann man noch durch. Vielleicht. Kann man nicht. Hier kommt dann irgendwann ein Aal raus. Oh, 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 runter hier, runter, 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 runter. Der war gerade frei. Da kommt's da rein. Jetzt vergeist nicht wieder, Mario, vergeist nicht wieder. Dadurch die Luke. Was denn? Meine Fresse, ich sterb hier schon wieder, ich sterb hier. An die Münzen runter, 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 runter. Oder auch auf das. Kurz vor der Oberfläche. Es ist hier zum Schreien, es ist hier wirklich schlimm. Ich und Super Mario, wir werden niemals Freunde.
So leid mir das tut. Wir hätten es gerade schaffen können. Ich und Super Mario Spieler. Es ist, ja. Ist immer ein bisschen Schrecken bei mir mit verbunden. Der Schrecken vom Fehlern. So komplett ohne Probleme habe ich das noch nie geschafft. So, wie kriegen wir jetzt den Aal hier raus? Wie wollen wir dich jetzt los? Müssen wir dich einmal rammen oder was? Immer Schaden riskieren. Das ist risikoreich hier unter Wasser. Also hier mal gerade auftauchen. Whisky Tisky. Ist das zumindest das letzte Mal geklappt? So. Als wir jetzt hier wieder zurück sind, war er weg. Also genau den, als wir den Move gemacht haben, war er weg. Ah ja, da schwimmt er. Na komm jetzt, Mario, Mario. Jetzt mach mal keine Spielränzchen hier. Mach hier keinen Bullshit. Hier rein, ja, komm. Sehr schön. Hier ist noch mehr Wasser. Oh weia. Das kann ich jetzt hier nochmal ganz doll vergeigen. Nein. Ich glaube, hier muss ich mal hochschwimmen. Da oben ist. Da kann ich auftauchen. Ich will nicht rustieren, ich will hoch hier. Auftauchen. Das klingt so, als würde ich Fotos machen. Jetzt stehe ich hier fest. Und wie kann man doch hier das Wasser absaugen lassen? Das war doch ja bei den Truhen vielleicht. Oh Mann. Die Truhe hier hinten. Sehr gut. Es gibt Luft. Okay. Was geht hier vor sich? Das ist schlecht. Also na, so könnte man hier was absaugen. Komm hier das Wasser. Dann komm hier geradezu auf die Kiste zu. Oh man. Was mache ich hier? Ich bin hier gleich wieder tot. Vor allem deswegen. Na komm, vielleicht schaffen wir es noch. Verdammt mich. Na komm, den einen Stern machen wir noch. Ich senke meine Ansprüche an mich selbst. Die Zeit vergeht auch hier. Ich habe in der letzten Lab im Schneeland dort massiv viel Zeit an die Wandsprünge verbraucht, was ich wahrscheinlich alles jetzt rausgeschnitten habe. Deswegen haben wir hier noch viel Partzeit übrig. Wir haben erst 2 Minuten Part. Ich habe da wirklich eine halbe Stunde lang gesessen an dem verdammten Wandsprung. Wenigstens die Musik ist hier ein wenig entspannt. Umso angespannter bin ich. Na komm jetzt hier. So, dann lassen wir den mal rausschwimmen. Während wir uns aufladen gehen. Ich glaube, das muss gar nicht sein, dass man sich hier wegbegibt. Der geht auch schon, während wir unten sind, raus. Na komm, 2. Versuch. Jetzt mal rein dort. Da schwimmt er. Der Fisch. Und rein hier. Mario. Viele Versuche haben wir nicht. Da kommt der Aal zurück, oder was? Nein.
Na komm, jetzt hier, jetzt runter, 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 runter mit dem Kopf. Es ist doch nicht wahr. Mario ist schuld. Und die Münzen kriege ich auch nicht gesammelt, oder was? Bin ich auch zu blöd für. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Ich will es nehmen für mich, was ich nicht eingesammelt habe. Aber neben einsammeln bin ich auch Profi. Zu vergeigen. Na komm hier. Ein bisschen höher noch. So rein. Sehr schön. Die Kiste. Das Steuern unter Wasser ist auch ein bisschen heftiger noch. Na, auftauchen, 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 auftauchen. Das wird doch wieder nichts. Das wird doch wieder nichts. Na komm, hier auftauchen, 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 auftauchen. Oh je. Was eine Aktion hier. Ich bräuchte jetzt mal ein Bad hier. So wie ich hinter der Kamera schwitze. Bin so nass wie diese Map hier. Es ist hier. Feucht, fröhlich geht's auch hinter der Kamera zu. Ja. Ich glaube, diese Sache kann man erst aktivieren, wenn man irgendwie geschafft hat, das Wasser abzupumpen. Was möglich ist. Mit den Truhen dort unten wahrscheinlich dürfen wir keine Zeit verschwenden. So, geradewegs auf die Truhe zu. Nicht die richtige. Die Truhe hier. Ach, das ist die 1. Du bist dann wahrscheinlich Nummer 2. In der Mitte. Oh wei, und mit der Steuerung hier unter Wasser, mit der schwammigen Steuerung. Nee, nicht die Nummer 2. Zum Glück gibt es hier Auftankung, sobald du die richtige Truhe geöffnet hast. Ach komm. Ich will nicht mehr so hier eine Kurve machen. Mach die Kurve. Dankeschön. Luft. Die hier. Knapp dran vorbei. Das ist natürlich die falsche. Habe ich schon die richtige ausgewählt? Hatte ich schon richtig. Verdammt. Elektroschiebe unter Wasser. Dass mich das nicht komplett umbringt. Oh Mann. Diese Anspannung hier. Zum Heulen. Gleich wieder. Das darf doch hier nicht. Die Truhe treffen, dann bin ich wieder. Krieg ich wieder Luft. Nein, 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 nein. Game over. Wisst ihr was? Das muss jetzt hier mal im Rage Quit enden. Tut mir sorry. 20 Sterne haben wir gesammelt. Ich habe hier gefehlt und ich... Ja gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Sieht der Schluss nochmal von außen hier. Sorry, ich tue mich hier ein bisschen blöder. Gut, bis zum nächsten Part. Bis zur nächsten Aufnahme. Ich brauche jetzt dringend eine Aufnahmepause. Bis dann, ciao. Oder bis gleich. Haut da, ne?